Der Yachtclub Attersee lädt heuer viele internationale Segelstars zur Europameisterschaft ein. Wir begleiten die österreichischen Athletinnen und Athleten 6 Tage lang bei der EM zu Hause. Willkommen am Attersee. Wir sind hier in unserer finalen Trainingsphase vor der Europameisterschaft. Die beginnt am Dienstag. Morgen werden wir noch ein Practice Race machen. Und wir freuen uns schon sehr. Heute ist auch noch gutes Wetter und schöner Wind. Die nächsten Tage soll es aber leider nicht so gut werden. Also wir haben herrliches Wetter heute am Attersee. Premiere, das erste Mal Sonne seit 2 Wochen und sogar einen Wind. Also wir haben jetzt Richtung Nord-Nordost und das könnte dieser berühmte Rosenwind sein, von dem die Einheimischen immer reden. Ich habe ein gutes Gefühl für die EM. Wir haben ja zufälligerweise im Mai schon hier trainiert, wo wir noch gar nicht gewusst haben, dass hier die Europameisterschaft stattfinden wird. Und gerade bei Flachwasser, Leichtwind und drehenden Bedingungen, glaube ich, können wir ganz gut dabei sein. Wir segeln zwar in Österreich, aber es ist nicht wirklich ein Heimspiel. Wir kommen vom Neusiedlersee aus dem Osten und wir sind es gewohnt, am Meer zu segeln. Die letzten vielen Jahre waren wir bei großen Wellen und bei Strömungen am Meerwasser. Jetzt segeln wir zwischen den Bergen im Süßwasser, bei komplettem Flachwasser. Von dem her ist es für uns auch was Besonderes. In der Früh war ein schöner Nebel über den See und jetzt war es sonnig, aber relativ frisch. Wir hoffen, dass jetzt ein bisschen wärmer wird über die Regatta. Unsere Taktik wird sein, offen zu bleiben. Es wird sicher keinem Team gelingen, immer vorne mitzufahren durch diese drehenden Winde. Vollgas geben. Nicht verzweifeln, wenn es mal nicht so gut läuft, weil bei den Windbedingungen immer alles drin ist und bis zum Schluss kämpfen. Wir werden morgen, was ich so im Meteorologie-Meeting mitgenommen habe, auf jeden Fall Regen haben und es wird noch mal kälter, da in den Bergspitzen sieht man eh schon den Schnee. Ich kenne den See einigermaßen gut, denke ich. Ich bin schon viele Regatten da gesegelt. Und nachdem wir am Mondsee drüben wohnen, sind wir recht oft da gewesen, so zum Trainieren. Der Rosenwind ist so ein bisschen ein Mythos vom Attersee. Die Einheimischen erzählen immer davon, dass der über den Hügel runterkommt und dann riecht man den Duft der Rosen. Also beim Rosenwind streut die Helga Rosen und dann fängt der Wind an. Und wir singen zusammen das Donau. Du willst wissen, wie es weitergeht? Dann abonniere Candidate Sailing und verpasse keine Episode. Bis bald!